Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit dem von der FDP eingebrachten Gesetzentwurf schlagen wir Ihnen eine Änderung des § 69 des Niedersächsischen Beamtengesetzes vor. Hier geht es insbesondere um den Absatz 3. Dieser regelt, dass ein Beamter, der in die Volksvertretung eines anderen Landes gewählt wird, einen Anspruch auf einen Sonderurlaub hat. Dieser Anspruch soll zumindest für Wahlbeamte mit einem entsprechenden Zusatz in Absatz 4 des betreffenden Paragraphen nunmehr gestrichen werden. Das, meine Damen und Herren, hat folgenden aktuellen Hintergrund. Der ehemalige Bürgermeister von der SPD meiner Heimatgemeinde Weihe hat sich vor Ablauf seiner Amtszeit für ein Mandat in der Bremer Bürgerschaft beworben. Er wurde letztendlich in die Bürgerschaft gewählt und strebte dann dort das Amt des Bremer Bürgermeisters an. Um dieses Amt in Bremen antreten zu können, musste er irgendwie das Amt des Bürgermeisters in der niedersächsischen Gemeinde loswerden. Ein einfacher Rücktritt kam für den Sozialdemokraten nicht in Frage, da er nachteilige Auswirkungen auf seine persönlichen Pensionsansprüche befürchtete. Aus diesem Grund beantragte er den besagten Sonderurlaub für gut 2,5 Jahre. Meine Damen und Herren, für 2,5 Jahre. Damit setzte er die Gemeinde Weihe erheblich unter Druck. Während dieser 2,5 Jahre wäre es nicht möglich gewesen, einen anderen Bürgermeister zu wählen. Außerdem hätte die Arbeit im Weiher Rathaus durch Mitarbeiter übernommen werden müssen, die eben nicht in einem demokratischen Verfahren von den Weiher Bürgerinnen und Bürgern gewählt worden sind. Eine so betroffene Gemeinde oder auch ein Landkreis wären damit völlig blockiert. Das, meine Damen und Herren, kann nicht Ziel dieses Gesetzes sein. Daher soll dieser Anspruch für Wahlbeamte gestrichen werden. Meine Damen und Herren, die Gemeinde Weihe hat sich übrigens am Ende damit geholfen, den sozialdemokratischen Bürgermeister nach § 82 des niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes abzuwählen. Dieses Instrument ist eigentlich nur dann anzuwenden, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen dem Hauptverwaltungsbeamten und dem Rat bzw. den Bürgern völlig zerstört ist. Das führte in Weihe zu der völlig skurrilen Situation, dass die Vertreter der SPD sich in den Gemeinderat gestellt haben und haben erklärt, wie gut der Bürgermeister gearbeitet hat, wie hervorragend diese Arbeit gewesen ist, um wenige Minuten später festzustellen, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Rat und Bürgermeister total zerstört ist. Meine Damen und Herren, schizophrener kann Politik nicht sein, meine Damen und Herren. Da ist es auch kein Wunder, dass sich Bürger wirklich kopfschüttelnd von der Politik abwenden. Meine Damen und Herren, die Gemeinde musste eine 2,5 Jahre lange Vakanz der Position des Bürgermeisters verhindern. Der sozialdemokratische Bürgermeister beabsichtigte, renitent seine eigenen Versorgungsansprüche möglichst hochzuhalten. Für mich war die Abwahl mindestens rechtsmissbräuchlich. Und ich habe das vor Ort in den letzten Monaten auch immer massiv kritisiert. Der Bund der Steuerzahler hat sich dieser Kritik auch jetzt angeschlossen. Allerdings bestand für die Kommunalaufsicht offenbar keine Möglichkeit, hier einzuschreiten. Über das Instrument der Abwahl müssen wir daher in dieser Form auch noch mal diskutieren. Wir wollen mit unserem Antrag doch zunächst verhindern, dass eine weitere Gemeinde über den Antrag eines jahrelangen Sonderurlaubs in eine Zwangslage gerät, wie es der Gemeinde Weihe passiert ist. Meine Damen und Herren, wer als Wahlbeamter während seiner Dienstzeit, während seiner Zeit, für die er gewählt ist, in einem anderen Bundesland ein Amt annehmen möchte, der soll doch bitte schön auf eigenem Antrag aus diesem Amt ausscheiden und keinen Urlaub nehmen, meine Damen und Herren. Das sollte man eigentlich seinen Wählern schuldig sein, und das gebietet der Anstand und der Respekt vor einem solchen Amt.